Sie hatten einen klaren Standpunkt nach Edward Snowdens Enthüllungen über das Ausmaß der Überwachung und die Rolle der NSA in den USA. Sie sagten, dass Europäer darüber nicht mehr glücklich sein dürften, dass Google einen so großen Speicher von persönlichen Daten hat, die nicht nur für Werbezwecke genutzt werden können. Sie sagten, dass diese Daten auch bei Geheimdiensten landen können, die sie zu unheimlichen Zwecken nutzen könnten. Sie denken also, dass das keine Diskussion wert ist? Doch, es ist eine Diskussion, die man führen muss. Aber es klingt so, als müsste sich Europa vor US-Spionage fürchten. It's an inter-American discussion. Eigentlich geht es nicht um Europa. Es ist eine inneramerikanische Debatte. Es gibt Millionen von Amerikanern, die es nicht mögen, dass große Unternehmen, und das geht weit über Google hinaus, Daten sammeln. Sie besitzen das wertvollste Gut der Zukunft. Daten sind das neue Öl. Future, because data are the new. Sie nutzen diese Daten eben nicht nur zu ihren Werbezwecken. Das wäre in Ordnung, solange der Verbraucher weiß, dass das geschieht. Aber sie geben diese Daten möglicherweise auch weiter an politische Einrichtungen und Geheimdienste. Und das ist ein Problem. No. That and how their data are used, but that they may also use and deliver and hand over these data to political institutions and to secret services. I think that is a problem. Sie sind in einer wichtigen Position. Sie haben ein Geschäftsnetz in ganz Europa. Wenn Sie vor diesem Hintergrund Deutschlands heutige Position und sein Verhältnis zu den anderen Ländern betrachten, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland ein Imageproblem in Europa hat? Ich denke, Deutschland hat eine ganz besondere Geschichte und eine historische Schuld. Deutschland ist nicht nur in Weltkriege gestartet und trägt die Verantwortung für den Holocaust. Deutschland muss sich auch mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Das bedeutet kollektive Schuld und kollektive Scham. Dealing with this is here and there creating some very special German attitudes, and that is. Diese Auseinandersetzung führt zu einer besonderen Stellung seitens der Deutschen. Sie wollen eher im Hintergrund bleiben und keine Führungsrolle übernehmen. Deutschland möchte keine aktive Rolle bei Militärinterventionen spielen. Diese spezielle Psychologie führt manchmal dazu, dass man denkt, man wüsste nicht, was die Deutschen wirklich wollen. Daher fände ich es besser, wenn Deutschland seine Interessen offener und transparenter darlegen würde, ob es um Wirtschaft, Sicherheit oder Außenpolitik geht. More openly, more transparently its own interests. Whether it's business interests, whether it's security interests, whether it's foreign policy interests. Wenn man offener darüber spricht, wird man auch zu einem zuverlässigen Partner. Deutschland ist stark, hat aber keine Ambition, die Welt zu regieren oder anderen beizubringen, was sie tun oder lassen sollten. Should do or what they should not do, but we have interests and we should explain our interests. Aber wir haben Interessen. Ein modernes Bild Deutschlands wäre, dass man in dieser Hinsicht ein berechenbarer, aber starker Akteur ist, der seine Grenzen kennt. Das ist eine eher angelsächsische Herangehensweise, die ich in Deutschland viel lieber sehen würde als die französische oder russische. Way than the French or, to mention an even more radical extreme, the Russian way.